Seit 2012 stellt das Dialekt-Hardrock-Trio Klaub auf, unter Beweis, dass im Zillertal nicht nur Volksmusik vorzufinden ist. Stromgitarre statt Zirka, lautet hier das Motto. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ich würde sagen, wir machen anständigen Hardrock. Die Besetzung alleine gibt schon vor, eher Motorhead-Besetzung, sprich Bass, Schlagzeug, Gitarre, mit ausnahmsweise Zillertaler Dialekt. In wen warst du das erste Mal verliebt? In der Volksschule, in die Christine Steiner. Die Lehrerin. Die ist super. Und die Lehrerin war meine zweite große Liebe. Mein Schnaps, die hat mich fast gekillt. Mit meinem Schädel passiert noch von dir. Was denkst du über die lokale Musikszene? Ich find's schade, dass es leider nicht mehr so viele junge Bands gibt. Die Jugend macht nicht mehr so gern Musik, vor allem Rockmusik, wie es vor wenigen Jahrzehnten oder voll war. Schade. Durch zahlreiche Auftritte auf großen Festivalbühnen ist das Rocktrio längst kein Geheimtipp mehr. Hattest du bei einem Live-Auftritt mal ein richtiges Hoppala? Hoppalas gibt es pausenlos, gell, weil wir haben eine spontane Band live. Aber im Endeffekt ist aber ganz gut gegangen. Außer der eine Typ, der was man mal herhauen wollte, wie ich mit seiner Freundin geflirtet habe. Aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto gewinnst? Ja, weil jeder mal sagt, wenn man Lotto sieht, sagt, ich würde normal weiterarbeiten. Nein, ich sage die Wahrheit. Als erstes würde ich vermutlich meinen Job kündigen, dann würde ich lange überlegen, was ich mit dem Geld mache. Aber auf jeden Fall als erstes einmal die Arbeit kündigen. Vermutlich kauft er sich einen neuen Getrisch oder einen neuen Boss. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Ja, die Frage ist einfach. Nehmen wir bitte hier filmen. Welches Laster hast du? Tada! Bier ist immer feucht. Definiere deine Musik mit 3 Wörtern. Individuell, einfach und geil. Wenn du mit einem Künstler zusammenarbeiten könntest, wer wäre das? Ein ganz schwieriges Thema, weil es gibt so viele lässige Leute. Gell? Ich hätte am liebsten mit einem Ostbahnkutte zusammengearbeitet. Welchen Song hättest du gerne geschrieben? Speziell ich als Schlagzeug, welchen Song ich geschrieben hätte. Das hat sich gut verkauft. Last Christmas. Last Christmas for Wham. Ja, hätte ich gern geschrieben, weil dann schaut es so nämlich auch gut aus. Kufstein TV live aus dem Proberaum von Klau auf dem Zillertal. Wir haben eine kleine Verlosung am Werk. Es gibt CDs und eine LP. Die Frage, die man beantworten muss, ist ganz simpel. Macht's mit und auf der Website von Kufstein TV kannst du die ganze Sache beantworten. Macht's es gut, vielen Dank. Servus.